Oh. Elise. Ach. Ich dachte, ihr wärt fort. Wisst ihr, wie sehr ich euch vergessen wollte? Keine Musik? Ich habe euch nie vergessen. Als ich euch das letzte Mal sah, damals im Thronsaal, das war der furchtbarste Tag meines Lebens. Heute wird es auch nicht besser, wenn wir nicht bald hier rauskommen. Kommt! Moment, 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 Moment. Elise? Das ist doch die eine, die wir da hier gerettet haben. Was macht die denn hier? Wurde die jetzt gefangen? Das ist aber nicht die Verlobte von dem Typen, oder? Ansonsten muss ich den leider enttäuschen, das ist meine, ja? Damit das mal klar ist. Es ist auf jeden Fall neu für mich, weil, als ich es durchgespielt habe, da hatte ich sie nämlich, glaube ich, umbringen lassen, weil sie es ja wollte. Es geht nicht. Ihr könnt mich nicht wieder so retten wie damals. Ja, jetzt chill doch mal. Es ist nicht so. Diesmal wird niemand verletzt. Gerade als ich dachte, ich hätte alles im Griff, taucht ihr wieder auf. So. Guck. Kann ich dich retten oder kann ich es nicht, ja? Außerdem habe ich einen Silberschlüssel, damit geht alles. Das ist nämlich der Schlüssel zu deinem Herzen. Oder so. Oder zu gewissen anderen Körperöffnungen. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. Zu der Nase. Genau, hier habt ihr erratet. Erraten. So. Hier steht, bla bla bla, nachdem ihr Geraldine an die Hand genommen habt. Das ist dann wahrscheinlich für die, die Elise umgebracht haben. Verschwinden wir von hier. So wie ich es einst tat. Ja, dann geh doch mal weg hier, Händchen. Gib dein Patschepfötchen her. Von wo kommen wir denn? Von da hinten her? Dann gucken wir uns erst hier um, vielleicht ist ja noch irgendwas da. Und dann müssen wir jetzt hier lang. Achtung! Na, ist auch egal. Oh nein, Fledermäuse. Hilfe. Ich hoffe, die zählen auch auf unsere, auf unser Schwert-Upgrade da hinein. Waren das alle? Ihr wart einfach ja, toll. Ich weiß. Jetzt, nee, bleib mal kurz da stehen. Ich will mich kurz alleine umschauen. So ist Rennen, genau. Da war das tolle Zeug. Hier. Dann gucke ich mich hier um. Ein Schrank mit einer Fleischpastete. Alter, du solltest da stehen bleiben. Hör doch zu. Ah, guck mal. Ich dachte, das hier ist der reguläre Weg. Na gut. Ja, wenn ihr uns eh hinterherläuft, dann können wir ja auch vorausrennen. So. Hier ist eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Mit einem Ohr, ein Diamant. Hier, Elise, für dich. Na, komm, gib dein Patschepfötchen her. Und schwing deinen fetten Hintern, damit du hier hinterherkommst. Ja, da können wir nichts mehr mitnehmen. Vielleicht sollte man auch nicht so vorausrennen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war wie etwas aus Walters Geschichten über euren Vater. Ihr seid ein Held. Nein. Toll ist es auch wieder nicht. Glaubt mir. Langsam wird mir einiges klar. Als Logans furchtbares Verhalten begann, sagte ich mir, er wolle Stärke beweisen, indem er ein paar Aufwiegler erledigt. Aber es ist noch schlimmer. Leben zu nehmen ist brutal. Aber einem ganzen Reich die Hoffnung zu nehmen und es in Angst zu versetzen, ist wahre Tyrannei. Weg. Da ist er. Ein Held alleine wird ihn nicht aufhalten können. Dazu brauchen wir wohl eine Revolution. Viva la Revolution! Komm, ihr Liesch! Viva la Revolution! Wir machen das! Das! Wir machen das! So.
das Bowerstone-Industriegebiet wäre dann vorerst so weit abgefrühstückt, wie man ja so schön zu sagen pflegt in manchen Gegenden, glaube ich. Wie in irgendwelchen, keine Ahnung, Sachsen vielleicht. Ist auch egal. Was ich sagen will, wir sind damit erstmal durch und können uns dann später irgendwie einer anderen Gegend widmen. Oder diesen Hobbs. Bleib da stehen, bitte. Ich mach das. Hobbs. Nein! Brillant. Wirklich, Hobbs? Hätte ich ja nicht gedacht. So, nein, dieser blöde Magier da hinten. Ist natürlich auch super ätzend. Alter, halt die Klappe. Dass Frauen immer quatschen müssen. Schrecklich. Sag ich's doch. Jetzt hau ab. So. Nehmen wir die mal beide gleichzeitig auseinander. Oh, ein Grabungsort. Weil wir ja nicht gerade kämpfen oder so. So, und jetzt auf den Magier alleine. Sehr gut. Fang mal an zu graben. Dann holen wir auch gleich die Elise wieder ran. Oh, da kommen noch mehr. Ja, und die ist auch von alleine. Welch ein Spaß. Oh, ein Ehering. Nein, den schenke ich dir nicht. So. Wieder schöne Flächenangriffe. Ich drehe mal die Kamera lieber. Dass ich sehe, was da so los ist. Ich will den Schützenden auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Genau, sehr schön. Und da fliegen sie auch schon gehörig weg. So, ich glaube, es müsste reichen. Es gibt keinen Grund, hier unten weiter herumzuhängen. Stirbt der auch noch? Das war ziemlich dumm, kleines Monster. Jetzt tut es euch leid, oder? So. Noch einmal in der Luft. Draufgezimmert. Aurora-Gesichtstätowierung. Was ist mit diesem Grabungsort nun? Und die Grabungsort. Achso, Diamant, ja. Ehering hatten wir ja schon. Alles klar. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Sieht ja nicht so aus. Und hier gucke ich auch nochmal geschwind. Da sind wir ja besser durchgerusht. Wegen diesen Goblins. Genau, wegen diesen Hobbs. Kann man hier eigentlich diese Bretter? Nein. Da jetzt diese Stelle auszuprobieren, habe ich auch keine Lust drauf. Ist ja so ein langer Holzzaun. Das würde ein bisschen lange dauern. Deswegen gehen wir einfach mal hier weiter und gucken, was uns da oben erwartet. Und das ist nichts. Ja, super. Nur eine alte Wanduhr. Und schon wieder fast 18.000 Gold. Ach, wie schön. Und Käfige. Und das ist alles von diesem Nigel Ferrets. Ja, das bezweifle ich irgendwie. Danke für die Ja, gern geschehen. Nicht nur heute. Ich hätte euch damals im Thronsaal danken sollen, aber ich war... Ich fühlte mich so schuldig. Ja. Ich hatte mich entschieden. Und ich hasste euch dafür. Das Gefühl, dass all die Leute wegen mir gestorben waren, war unsagbar schrecklich. Sie sind wegen Logan aber gestorben, nicht wegen dir. Etwas Schlimmeres. Tief in mir war ich glücklich. Ich war glücklich, dass ich noch lebte. Selbst als man sie fortzerrte. Es tut mir so leid. Euch braucht nichts leid zu tun. Jeder würde sich so fühlen. Es war eine schreckliche Situation. Und nur Logan trägt die alleinige Schuld. Genau. Jetzt, wo ich das los bin, danke. Gern geschehen. Gleich seid ihr wieder bei Laszlo. Oh, verdammt. Laszlo, was soll ich ihm nur sagen? Tja, wir könnten ihn einfach umboxen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder du sagst, du bist hingefallen und das hat dir die Augen... Ja, okay, ich glaube, das
also Augen geöffnet, ich glaube, das ist aber... Moment, ich muss euch etwas sagen. Laszlo ist der toll... der zweittollste Mann, den ich je getroffen habe. Er hat das Asyl aufgebaut und führt es trotz Ferret und Reaver weiter. Die Arbeit mit ihm fühlte sich richtig an. Nach all den Jahren des Nichtstuns im Schloss. Arbeit. Dann wurde es mehr als Arbeit. Ich fühlte etwas, das ich seit euch vergessen hatte. Und jetzt seid ihr zurück. Das ist zum Verrücktwerden. Ich schütte euch mein Herz aus und ihr sagt nichts. Wollt ihr mich zum Trost umarmen und sagen, tut das Richtige? Oder wollt ihr mich küssen und mich bitten, zurückzukommen? Oder dich bitch-slappen oder sowas? Oh Gottchen. Gut, das bin ich jetzt natürlich gar nicht gewohnt, dass man... Wieso zeigt ihr nicht, was ihr fühlt? Dass man in Fable eine Entscheidungsfreiheit hat oder mit Leuten so interagieren kann. Laszlo verlassen, bei Laszlo bleiben, kein Kommentar. Und? Wollt ihr nicht irgendetwas tun? Ich würde gerne zwischenspeichern, wenn es geht. Ja, super. Was? Jetzt, ich wollte mich gerade entscheiden. Alter. Ich will... Also, das gibt's doch nicht, ey. Ich bitte dich. Die Sengengruben, ja, ich... Ich hoffe, das ist nicht allzu weit entfernt. Weil ich würde da schon gerne irgendwie was machen. Also ich meine, wenn sie sagt, er ist der Zweitollste und wir... Na super. Alles nochmal von vorne. Okay, dann rushen wir da einfach mal durch. Und wir der Ersttollste sind... Das Buch ist noch gar nicht... Ah doch, das ist da. Wir der Ersttollste sind, dann... Sollte sie natürlich... Kann man das überspringen? Ich bin so froh, dass wir diese würde Gespräche gerne überspringen. Situation zu einem befriedigenden Ende bringen. Euer Partner kann sich seiner Last entledigen. Dann soll sie sich einfach so entscheiden, wie sie denkt. Ich meine, wenn wir der tollste Mann sind, dann soll sie halt Laszlo verlassen. Ist doch nicht unser Problem eigentlich. Also Laszlo, also bei Laszlo bleiben, das ist für uns natürlich. Ich meine, wir sind eigennützig. Es gibt kein komplett Gold eigennützig. Und jetzt lass sofort meine Verlobung. Also ich meine, also wir werden auf jeden Fall sagen, sie soll Laszlo verlassen. Köpfe zu sammeln. Also die Entscheidung ist mir schon wichtig, dass sie das da machen kann. Ich will diese Gespräche überspringen. Charakter war etwas übereilt. Ihr habt ja doch dass sie die ganze Zeit labern müssen. Leute, reißt es raus. So. Die Hops werden nachher auch schnell auseinandergenommen worden sein. Das Schlimme sind echt die ganzen Gespräche, die nochmal gemacht werden müssen. Vor allem das mit Elise. Aber die Kämpfe und die Wege, die gehen ja relativ schnell. Ist da noch einer? Nein, sieht nicht so aus. Eure Männer sind tot, Ferret. Lasst uns rein, oder ihr seid Schießpulver kann als gefährlichste Erfindung des Menschen angesehen werden. Ansonsten war da ja nix. Es hat die Art der Kriegsführung ein für allemal verändert. Ja, mach auf. Jedem Bauer einen hochqualifizierten Berufssoldaten ohne die geringste Anstrengung zu töten. Die Wissenschaft überlegt bereits, ob diese... Dann kann ich die Zeit eigentlich auch mal nutzen, um hier auf der Liste das abzuhaken, das Buch. Ihr seid selbst schuld, Ferret. Vielleicht sogar das hätte nicht wieder Gnade. Das tut es man auch sehen. Wir haben wir stehen einfach doch ganz falsch am Anfang der Debatte zu diesem Thema. Ich bin ohne meine Leute keine Bedrohung. Bei Feierlichkeiten und gebe auch eure für Feuerwerk Verlobte eingesetzt. Gerne zurück. Hier kann es gelegentlich kann zu schlimmen Unfällen sein. Mit äußerst schmerzhaften Folgen naja, kommen. Ich kann nicht genug so betonen, wie sie schlimm ist eigentlich diese zum sind gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Sie ist hier in der Nähe in einer Einrichtung. Ja, genau. Über diese Einstiegsluke erhaltet ihr naja, Zugang. Die Kanalisation? Ihr Typen seid wirklich durchtrieben. Verdammt. Bitte. Wir können noch nicht runterspringen. Ich behalte Ferret im Auge. Ein Gewehr. Nein. Ich habe euch. Jetzt kommt leider mal die Katze mit Elise, natürlich.